Kudelka. Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen. In der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen. Können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden? Können Sie diesen Kanal abonnieren? Dazu müssen Sie über Ihr Denken hinausgehen. Kudelka. Präsentiert von diesen Typen hier. Sometimes you need to see a picture. Manchmal muss man das Bild von verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Wie diese Illusion. Auf den ersten Blick ein unlösbares Rätsel. Aber wenn wir unseren Horizont erweitern, wird das Bild klarer. Unsere heutige Geschichte handelt von einer jungen Frau, die sich mit einer Menge fragwürdiger Designentscheidungen rumplagen muss. Was ist real und was Fiktion? Wir schreiben das Jahr 1898. Es ist ein stürmischer, regnerischer Abend, der mich zum Nemeton-Kloster führt. Ich wurde direkt vom Vatikan entsandt, um den Ursachen des Klosters auf den Grund zu gehen. Von monsterhaften Gebilden und Geschrei sei die Rede. Welch eine Farce. Aber eine Wahl bleibt mir als Priester des Gotteshauses nicht. Mein Name ist James O'Flaherty. Obgleich Licht brennt, scheint bis auf ein altes, nettes Paar niemand im Kloster anwesend zu sein. Sie führen mich in den Untergrund des Klosters. Dort soll ich Antworten auf meine Fragen finden. Kaum angekommen, werde ich von einem noch nie gesehenen, mit Tentakel versehenen Monster angegriffen. Das ist das Letzte, an dem ich mich erinnere. Danach schwarz. Als ich wieder zu mir kam, ist das Monster fort. Besiegt von Personen, die sich als meine Retter herausstellen sollten. Wahrlich nicht die Gesellschaft, die ich erwartet hätte. Ein Tunichtgut, immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer und ein aufmüpfiges Mädchen. Wenn, auch mit einer angenehmen Stimme. Was kannst du schon tun in deinem erbärmlichen Zustand? Sie sagen, dass das alte Pärchen versuchte, sie zu vergiften und dass die Wahrscheinlichkeit hoch sei, dass sie es auch auf mich absahen. Kaum zu fassen. Gebunden durch den Zweck schließen wir uns zusammen. Dieser einst heilige Ort scheint völlig verdorben. Eine Totenstille durchflutet diese alten Gemäuer. Lediglich unterbrochen von knarzenden Dielen und dem pfeifenden Wind. Die Atmosphäre ist erdrückend und zum Zerschneiden dick. Ich war fast schon froh, als in regelmäßigen Abständen uns perverse Manifestationen der Ungläubigen gegenüberstanden, die man wohl als Monster bezeichnen könnte. Jeder Kampf war eine Gefahr, doch lenkten diese davon ab, in diesem Kloster nicht dem Wahnsinn zu verfallen. Ich muss gestehen, dass ich aufgrund meines Priesterdaseins nicht der fähigste Kämpfer bin, aber ich bin lernwillig. Ich werde mit jeder Waffe umgehen können, und je mehr ich damit vertraut werde, desto bewandelter werde ich. Doch schnell stellte sich ein Problem heraus. Die Waffen fingen an zu verschleißen und zu zerbrechen. Eine nach der anderen. Der Einsatz musste also gut überlegt werden. Zum Glück war das Mädchen namens Kudelka eine fabelhafte Magierin, wobei ich auch einige Sprüche in petto hatte. Ich bemerkte dabei schnell, dass jede Magie sich anders auf den Gegner auswirkt. Sei es das Element oder die Entfernung. Wir mussten unsere Position also strategisch planen. Das Nemeton-Kloster ist wahrlich ein Labyrinth mit den merkwürdigsten Mechanismen. Wir benötigten die verschiedensten Gegenstände, um damit Türen am anderen Ende des Klosters öffnen zu können. Es wirkt so, als ob das Gebäude selbst nicht wolle, dass seine dunkelsten Geheimnisse aufgedeckt werden. Dabei stellen sich uns immer wieder diese Monster in den Weg, eines grotesker als das andere. Und es ist fast schon lächerlich, wo sie auftauchen. Wir öffnen einen Schrank, Monster. Wir treten auf einen Stein, Monster. Unsere Vorräte waren rar gesät, doch unsere Taschen schnell gefüllt. Ein Glück bot das Kloster allerlei Nahrung in Form von Käse und Brot, welches uns in schwierigen Zeiten aushalf.
Überall lauerte die Gefahr. Orte, an denen wir uns ausruhen konnten, waren fast nicht existent, jedoch umso mehr geschätzt, als wir sie fanden. Es war das köstlichste Wasser, welches je meine Kehle hinunterfloss. Wir bemerkten, dass wir verfolgt wurden. Ein Scharlatan und Dieb hat sich ins Kloster eingeschlichen, auf der Suche nach dem schnöden Mammon. Als ob dieser heilige Ort nicht schon genug geschändet wurde. Als wir ihn besiegten, wollte ich ihn fragen, nach was genau er suche. Doch Edward entschied sich, den Mann eiskalt zu erschießen. Ich frage mich, wer das eigentliche Monster ist. Wir trafen auf einen Geist in Form eines kleinen Mädchens, welches sich Charlotte nannte. Ich konnte meinen Augen nicht trauen, aber mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, an was ich noch glauben soll. Auf der Suche nach Charlottes Vergangenheit erfuhren wir schließlich mehr über das Kloster. Dieser ach so heilige Ort war ein Gefängnis. Kein gewöhnliches, welches für Diebe und Mörder vorgesehen war. Vielmehr war es ein Gefängnis für all diejenigen, die keine Absolution mehr zu erwarten haben. Politische Gefangene, Geliebte von Adeligen, dessen Affäre nicht aufgedeckt werden darf, oder einfach nur Personen, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren. In den Katakomben zeigte sich das wahre Gesicht des Klosters. Leichenberge, die sich stapelten, und Charlotte war nur ein Opfer des Bösen. Ein Kind, welches nie die Liebe ihrer Mutter erfahren konnte. Die negative Energie wurde immer stärker, je weiter wir vordringen. Türen waren durch ein seltsames Gewächs versperrt und im Zentrum formierte sich die böse Energie zu einem unbeschreiblichen Biest. Nie zuvor hatte ich solche Angst verspürt. Es blieb uns nichts anderes übrig, als zu fliehen, wobei wir voneinander getrennt wurden. Edward und ich auf der einen Seite, während Kudelka sich alleine ihren Weg auf der anderen bahnen musste. Letztendlich trafen wir aber auf sie. Unversehrt. Diese Frau könnte es mit dem Teufel selbst aufnehmen. Außer uns verblieb keine Menschenseele mehr im Kloster. Der Dieb? Tot. Das ältere Pärchen verfiel den Wahnsinn und richtete sich anschließend selbst. Nur eine Person gab es noch, auf die wir trafen. Ein Mann. Nein, es fällt mir schwer, dieses Wesen noch als Mensch zu bezeichnen. Er nennt sich Roger Bacon und behauptet, mehrere hundert Jahre auf der Welt zu sein. Ich würde ihn nicht glauben, wenn er nicht ein Objekt erwähnen würde, von dem ich nur allzu gut Bescheid weiß. Das Emigre-Manuskript. Ein Buch, verfasst von den alten Druiden, laut denen es möglich war, dem Tod zu widerstehen und Menschen wieder zum Leben zu erwecken. Was wie ein Ammenmärchen klingt, wurde zur Realität, denn der Beweis steht direkt vor mir. Roger Bacon schaffte es, seinen Geist an das irdische Reich zu binden, obwohl sein Fleisch längst verwelkt ist. In der Bibliothek fand ich endlich das, wonach ich suchte. Edward und Kudelka nahmen meine Euphorie wahr, und so konnte ich es nicht mehr vor ihnen verheimlichen. Nachdem das Nemeton-Gefängnis geschlossen wurde, kaufte das Gebäude einen Mann namens Patrick. Ein gelehrter und guter Freund von mir. Wir waren beide in dieselbe Frau verliebt. Elaine war ihr Name. Wie sehr ich sie liebte. Doch sie entschied sich letztendlich für Patrick. Um mein von Kummer getränktes Herz zu beruhigen, folgte ich dem Pfad des Priesters und schwor der Liebe ab. Eines Tages erreichte mich die Kunde, dass Elaine in ihrem eigenen Haus von Dieben getötet wurde. Patrick, von Verzweiflung zerfressen, suchte einen Weg, um Elaine wiedersehen zu können. Auf unseren gemeinsamen Reisen früher erfuhren wir vom Emigre-Manuskript. Deswegen war das meine einzige Schlussfolgerung und Patricks Forschungsunterlagen in seinen Gemächern bestätigt meine Vermutung. Er verbrachte Jahre damit, die geheimen Schriften zu entschlüsseln. Um das Ritual zu vollbringen, benötigte es Seelen. Menschenseelen. Blut für Blut. Patrick fuhr in die benachbarte Stadt und sammelte unzählige Dirnen, die er umbringen ließ. So lange, bis der Todesgott den Tausch akzeptierte. Dieser Ort ist mit den schreienden Seelen der Toten überfüllt. Der Liebe wegen. Wir mussten zur Spitze des Klosters. Dort, wo sich die negative Energie versammelte. Auf dem Weg erblickte ich den Leichnam von Patrick, hingerichtet von dem Monster, das er schuf. Elaine lebte wieder, aber
um welchen Preis und in welcher Gestalt. Sie ist ein Monster. Das redete ich mir zumindest ein. Ich wollte nicht wahrhaben, dass das die Frau sein sollte, die ich so sehr liebte. Elaine richtete ihren Angriff auf uns, doch Kudelkas Amulett fing die Attacke ab. Zum Glück warf sie ihn im Verlaufe des Abenteuers nie weg, obgleich sie es hätte tun können. Mir wurde schwarz vor Augen. Ich erinnerte mich nur noch, dass wir rannten. Wir rannten vor ihr weg, doch vergebens. Immer wieder holte sie uns ein, immer wieder kämpfen, immer wieder ihr ins Gesicht schauen zu müssen, immer wieder leiden. Elaine wurde stärker und stärker. Zu stark für uns. An der Spitze des Klosters wendete ich meinen Blick zu Edward und Kudelka. Diese Narren, diese einfältigen Dummköpfe. Sie sind die Zukunft dieser Welt. So verschieden und doch so füreinander bestimmt. Als letzten Akt der Aufopferung hoffe ich, mein Leben doch noch einen Sinn zu geben. Meine letzte Nachricht an die Außenwelt will ich auf diesem Pergament verfassen. Elaine, ich komme zu dir. Du musst nicht mehr leiden und wir können endlich zusammen sein. Eventuell vermag eine naive Seele meine Aufzeichnung zu finden und diese genau zu studieren. Und vielleicht sogar eines Tages diese Geschichte weiter zu spinnen. You think the story was fake? Sie denken, diese Geschichte sei erfunden? I'm afraid. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Sie fand statt in Abbotsmithville, Wales, 1898.